Bevor es losgeht, vielen Dank an alle Spender der jüngsten Vergangenheit und Unterstützer von Mein Kirchhain, die diesen unentgeltlich entstandenen Filmbeitrag für euch mit ermöglicht haben. Mehr dazu in der Videobeschreibung und Film ab! Hallo, wir sind die Bläserklasse G6B, G6C und M6A und wir möchten euch heute 4 Stücke vorspielen. Als erstes Stück möchten wir euch Alles du Cloud von den Prinzen vorspielen. Das Lied wurde 1993 geschrieben. Es geht darum, dass jemand ein Lied von jemand anderem geklaut hat und damit seine Freundin beeindrucken möchte, die aber nicht weiß, dass das Lied geklaut ist. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Gehört an den tiefen Instrumenten die Katharina Kurte und die Anna Preis. Einmal aufstehen, Anna, komm!
Ein herzliches Willkommen euch allen, Ihnen allen hier in der klingenden Martin-Luther-Kirche. Besonders auch allen Gästen, die nicht nur mit der Schule verbunden sind und mit der Kirchengemeinde verbunden sind, sondern den weiten Weg von Wisconsin aus den USA zu uns nach Kirchheim gesucht und gefunden haben. Wenn man 12 oder 13 oder 14 Jahre alt ist, dann stellt man sich einen 50-Jährigen als uralten Menschen vor. 50 Jahre ist die Martin-Luther-Kirche in diesem Jahr alt. Das begehen wir mit einer Reihe von Veranstaltungen. Herr Bossert, gell, wir haben die 50 schon an uns vorüberstreichen lassen. Ne? Mit einem Reigen von Veranstaltungen begehen wir das. Und eine Veranstaltung ist das Frühlingskonzert der Alfred-Wegener-Schule. Ich freue mich sehr, als der Kontakt letztes Jahr zustande kam und die Idee reifte und Gestalt annahm, einmal nicht in der Schule, sondern hier in der benachbarten Martin-Luther-Kirche das Konzert aufzuführen, die Musik zum Klingen zu bringen, dass das sich verdichtet hat und wir dann sozusagen jetzt hier beisammen sind. Ich will keine langen Reden halten. Herzlichen Dank allen denen, die das möglich gemacht haben. Und ein herzliches Dankeschön jetzt schon, ganz am Ende, nach dem Konzert, stehen junge Menschen mit einem Hut bereit. Und wir haben überlegt, dass wir die Kollekte, das, was sie einlegen, in zwei gleiche Hälften schneiden. Die eine Hälfte ist für die Alfred-Wegener-Schule, speziell den Bereich Musik gedacht, und die andere Hälfte für Straßenkinder in Addis Abeba in Äthiopien, ein Projekt, zu dem es vielfältige Verbindungen hier in der Region gibt. Ja, lieber Pfarrer Dr. Kohaupt, der Hausherr hat Sie zuerst begrüßt. Mir ist es gleichermaßen ein Anliegen, eine Freude und eine Ehre, Sie begrüßen zu dürfen zu dem alljährlich stattfindenden Frühjahrskonzert in Verbundenheit mit 50 Jahren Martin-Luther-Kirche, die auch ein kleines bisschen unsere topografisch, aber auch inhaltlich nächste Kirche ist. Als ich vor gut 7 Jahren das allererste Mal in meinem Leben in Kirchhain war und die Röte hochfuhr, den Parkplatz suchte und guckte, wo man dieses Schulgelände betreten darf, öffnete ich die Autotür und dann läuteten die Glocken dieser Kirche. Das hat mir den Eingang ungeheuer erleichtert. Seitdem waren wir, war ein kleiner Willkommensgruß der Kirche, ohne es zu wissen, seitdem waren wir sehr oft hier. Zu Abschlussgottesdiensten, insbesondere aber auch zu Einschulungsgottesdiensten. Das heißt, viele von den jungen Leuten, die hier stehen, aber auch die nachher noch auftreten werden, saßen an ihrem ersten Schultag der Alfred-Wegener-Schule hier dort, wo sie jetzt sitzen. Und das ist auch was ganz besonders Schönes und eine Verbundenheit, die sich nicht nur dadurch darstellt, dass wir über die Straße gehen müssen, um einander zu besuchen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und hier lässt sich das Ganze natürlich auch nochmal begehen, diesmal mit besonders viel Musik. Der Glaube und Kirche tritt in unserem hektischen Leben immer mehr in den Hintergrund. Und man darf es aber ruhig sagen, dass man glaubt, man darf ruhig sagen, dass man Christ ist, man darf es spüren, man darf es sehen und, das ist für den heutigen Tag bestimmt, man darf es, liebe Leute, auch hören. Insofern wünsche ich uns einen klangvollen Abend. Als nächstes spielen wir die Filmmusik von Winnetou. Wir erzählen euch jetzt noch was über den Film. Winnetou verkörpert den edlen, guten Indianer, der mit seinem Gewehr auf sein Pferd Itchy für Gerechtigkeit und Frieden kämpft. Dabei wird er meistens von seinem Freund Old Shatterhand begleitet, aus dessen Sicht als Erzähler die Geschichten um Winnetou oft verfasst sind. Viel Spaß! Thank you.
von Scorpions, das Lied, was als und als im Radio gelaufen ist. Als die Mauer gefallen ist und Deutschland vereint hat. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. YMCA. Es ist ein Stück der Village People, das 1978 geschrieben worden ist. Und da wir so eine lustige Schule sind und so lustige sechste Klassen, haben wir uns gedacht, da der Abend noch so lang ist, stehen Sie jetzt alle mal auf, damit Ihre Beine nicht einschlafen. Denn viele von euch kennen vielleicht auch die Bewegung zu dem Tanz, denn im Refrain werden die Buchstaben Y, M, C und A mit den Händen dargestellt. Und das üben wir jetzt mal. Und diese tolle Klasse hinter mir spielt jetzt den Refrain und wir üben das. Das war schon ganz gut, aber wie unser sehr geliebter Musiklehrer mir sagen würde, jetzt nochmal in schön.